Ein herzliches Willkommen hier im letzten Spiel der Gruppenphase. Slavia Prag und Lok Moskau kämpfen hier noch um Ansehen, um Punkte, um Aufstieg vielleicht. Genau das wird uns der Ending jetzt sagen. Ja, genau. Slavia Prag ist das letzte Team, das hier um diesen Aufstieg fightet. Denn die brauchen einen Sieg. Und einen Sieg werden sie durch, da würden sie Monaco auf Platz 5 schieben. Ansonsten, wie gesagt, wäre es derzeit Liverpool vor Porto, vor dem FC Barcelona, vor Monaco. Das heißt, Monaco braucht Schützenhilfe hier von Moskau. Und Moskau, dafür geht es um nichts mehr. Genau, nachdem Celtic schon als Fix-Absteiger mit 9 Punkten dasteht und die auch keine Sorgen mehr haben hier. Iago Aspas setzt gleich mal sein Team mit Minute 7 in Front. Number 10, Iago Aspas. Slavia Prag stark gespielt. Noch keine Niederlage, dreimal unentschieden. Aber auch der Sieg fehlt halt noch. Ja, wie man sieht, auch mit Unentschieden kann man weit kommen. So, und Lok Moskau möchte natürlich noch mindestens 3 Millionen abstauben und auch Schützenhilfe für Monaco leisten. Das wird man natürlich auch von oben vom Residium Anschluss bekommen, wenn man da keine Leistung abliefert. Genau. Weil man darf nicht vergessen, sie sind die zweitschlechteste Mannschaft. Ohne Celtic würden sie jetzt woanders dastehen und vielleicht trifft es sie ja nächstes Jahr. Genau, nächstes wenn sie Jahr nicht sind aufpassen. Sie dann der nächste Anwärter mal. Ah, schade. Was? Da war ja nichts jetzt, ehrlich gesagt. Naja. Gelb hätte ich nicht gesagt. Oh. Doch gelb. Ja, die Nachfolgemannschaften stehen ja schon fest. Von Celtic und den Rangers. Oh. Oh mein Gott, so schön. Ah. Das war die Bombe. Eigentlich nicht, den habe ich gar nicht gesehen, dass da einer rennt. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, was würde im Fall eines Unentschieden passieren? Ja, dann sind beide draußen hier. Marco bleibt weiterhin vorne. Nur der Sieg zählt hier für die Tschechen.
Ja, was geplant. Boah. Ja, da ist der Goal jetzt zu weit rausgegangen. Erster Treffer von ihm. Lass mich bitte nicht vergessen, nach der Aufnahme möchte ich dich was fragen wegen der Karriere, ob du das weißt. Okay. So, so. Raten am Beitrag, noch ist nicht verloren. Ja, und auch bei Lok Moskau, jede Million zählt fürs Verstärken. Weil bei Lok Moskau hat man, glaube ich, noch keine Transfers bestätigt. Bei Prag hat man auch noch keine. Glaube ich jetzt. Oh. Oh nein. Yes! Das war dumm. Solche Geschenke sagt man natürlich danke zum Goalie Arschloch. Na, besser gesagt zu denjenigen, der ihn steuert. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Aber jetzt liegt er. Ja, bitte das Tor jetzt. Dumm gemacht. Ja. Oh, schön gemacht. Der Bundi-Fans, aber es war alles sauber. Oh. Slavia Prag will hier mehr. Wollen sich hier absichern. Ah, das war ein Schütz.
Oh mein Gott. Oh. Nein! So, ist der Kollege jetzt so konzentriert oder ist der Stöpsel ja, draußen? Ja, man ist sehr konzentriert hier natürlich. Ja, noch schaut's gut aus. Ja, Prager, aber viele Chancen hat schon vergeben, wenn man sich absichern könnte und jetzt gerade wieder eben ein Konter, der gefährlich war. Oh, und jetzt wieder. Oh! Schon. Oh oh. Oh, geh doch hin. Lauf bei ihm. Oh. Ja. Ja. Alter. Ja. Alter. 10 Meter zurück. Nein. Oh, hat der schon gelb gehabt? Ja. Oh, das war Glück jetzt. Gut. Stark, Schiri. Stark! Na gut, einen Wechsel gibt es. Ist ehrlich geil, er fällt hin und ich krieg das Foul. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Oh shit. Oh. Oh man. Oh. Hat der Goalie jetzt gesehen? Mann. Der ist mit seinem eigenen Spieler nochmal gestolpert. Scheiße. Nein! Ja. Ja, entweder geht's auf oder nicht. Man muss ein bisschen offensiver werden. Für Monaco. Es ist ein enges Spiel. Gott. Eigentor, glaube ich. Ja. Abgefälscht. Bitter. Das gibt es nicht.
Ups. Was? Du hast mich gefault? Alter, ich hab doch in Goalie gerade gefault, oder? Was war jetzt, Alter? Ich hab doch in Goalie gefault. Ah, du hast mich erwischt zuerst anscheinend. Nee, komm, bitte. Nein! Oh. Nein! Geht schon, da gibt noch was. Alles nach vor jetzt. Zu viel. Ja. Das war verdrückt, das war's. Ehrlich gesagt. Das war's. Weiß ich jetzt zu behaupten. Trotzdem stark von Prag ohne Niederlage dieses Turnier beendet. Glück in Unglück für Lok Moskau und für AS Monaco, muss man auch sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So stark wie Prag aufgezeigt hat. Ja, Moskau holt sich damit auch noch einen Punkt. Und eine Million Budget. Muss man ja auch nicht außer Acht lassen. Damit sind wir in Monaco. Im Achtelfinale. So, vielleicht liest du jetzt nochmal die ganzen Finalisten vor, wenn du willst, für unsere Leute. Okay. Wenn du es bei der Hand hast. Ja, so schnell nicht, aber Marseille, Dortmund, Southampton, Ajax, Liverpool, Porto, Barcelona, Monaco, Juventus, Tottenham, Real Sociedad. Sind wir da jetzt? Real Madrid, Frankfurt, Manchester United und Bayern München. Und die Bayern seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao, Papa. Ciao. Wenn es dann heißt wieder Hello again.